Für den heutigen Tag täglich habe ich aufgrund einer Laser-Challenge nur 5 Minuten Zeit, deswegen kommt jetzt schon das Intro. So, jetzt hat mir dieses Intro wahnsinnig viel Zeit gekostet. Das ist Berlin, das ist Gigatech. Ich bin Amir, Tech täglich vom 19.07. Der Zuschauer Nickelsert hat vor ein paar Tagen uns eine Challenge gestellt, und zwar Tech täglich unterhalb von 5 Minuten. Wenn wir das schaffen, bekommen wir von ihm eine Packung Kekse. Wenn nicht, bekommt er eine von uns. Wir wollen kein Geld für Kekse ausgeben, deswegen muss ich das jetzt schaffen. Nichtsdestotrotz nehme ich mir die Zeit. Ich hatte gestern gesagt, einige Kollegen waren auf dem Firmenlauf, und ich möchte hier den Gigatech-Redaktionskollegen Johann loben. Der hat eine Medaille gewonnen, hat nämlich gefinisht, und ich trage die heute. Und so schnell, wie Johann gestern durch Berlin gerauscht ist, so schnell brause ich jetzt hier durch die restlichen Themen des Tech täglich. Ben, sag mir bitte an, wenn wir über 4 Minuten sind, sofern du das da sehen kannst. Im Tech-Ressort haben wir eine Meldung zu einem 99-Dollar AR-Headset. Also sowas wie Microsoft mit HoloLens plant, was Wahnsinn, oder plant, ist schon da, wahnsinnig teuer. Gibt's von Mira Prism, also Mira heißt die Firma, Prism, Mira Labs heißt die Firma, Prism heißt das Produkt, für 99 $ nur, und die ist im Moment fürs iPhone gedacht, was aber Sinn macht, weil iOS 11 ja dieses AR-Kit hat und man mit dem iPhone so gesehen in den nächsten Wochen wahnsinnig coole AR-Anwendungen sehen wird, und die kann man dann natürlich mit so einem Headset viel besser angucken als auf dem Display des iPhones. Interessanter Funfact noch, einer der Investoren in dieses Mira Prism ist Rapper Will.i.am von den Black Eyed Peas, von dem man musikalisch nicht mehr so viel hört, oder ich zumindest nicht, der aber offensichtlich sich jetzt als Investor in Sachen Gadgets umtut. Dann schauen wir ins Android-Ressort. WhatsApp kriegt wieder ein neues Feature, das ist in der Beta aufgetaucht, und im Moment ist es ja so, dass wenn ihr einen Anruf über WhatsApp tätigen wollt, entscheidet ihr euch vorher entweder für einen Sprachanruf oder für einen Videoanruf, und das wird jetzt zusammengelegt. Das heißt, zukünftig, wenn dieses Feature dann auch in die finale Version kommt, dann könnt ihr on the fly wechseln zwischen Video und reinem Sprachanruf, also so wie man das bei Skype kennt, im Prinzip einfach Kamera abschalten oder Kamera einschalten und schon switcht das Ganze. Sehr viel praktischer dann die Telefonie über WhatsApp. Und zu guter Letzt schauen wir noch ins Apple-Ressort. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel, der erklärt, was mit dem iPhone 7 mit NFC eigentlich zukünftig möglich ist. Also NFC wurde ja, die NFC-Funktionen wurden ja erweitert von Apple. Vorher war es ja so, man konnte damit nur bezahlen. Jetzt wird man damit auch andere Dinge tun können, und was damit geht und was damit weiter nicht geht. Zusammengefasst, lesen geht, schreiben wird erstmal nicht gehen. Könnt ihr euch im Detail im entsprechenden Artikel auf giga.de/apple durchlesen. So, das waren die Tech News des Tages. Deal gibt es heute nicht, wegen Zeit. Gab heute keinen guten Deal einfach. Jetzt noch ganz schnell zu den Zuschauerkommentaren. Bei wie vielen Minuten sind wir, Ben? Können wir das sehen? Ja, da habe ich eine locker Zeit hier. Da war die Frage vom Julianski09. Routet jemand in der Redaktion noch seine Smartphones? Ich habe gerade mal unsere nicht hier vor Ort sitzenden Redakteure gefragt. Die sagen alle nein, das macht kein Mensch mehr. Eigentlich brauche ich hier ja nur, du benutzt ja eh Apple, Severin, Monika, Stefan, Johann. Routet jemand von euch sein Smartphone? Nein. Niemand routet mehr sein Smartphone. Ja. Ist einfach. Turan, hast du dein Smartphone geroutet? Ich nehme ein S8 nicht, aber ich mache das ab und zu. Aber mehr so als Sport. Nee, also zum Beispiel, wenn du dich DualSIM aktivieren möchtest. Ach, okay. Play war das dran. Okay, also Turan macht das ab und zu noch, um ganz spezielle Features freizuschalten. Aber ansonsten ist Routen eigentlich auch nicht mehr so richtig nötig. Sagen wir mal so, Android. Android hat ja so viel, wir haben jetzt keine Zeit mehr, Android hat so viel Funktionen inzwischen bekommen, da muss man nicht mehr routen. So, und so als Abschluss noch den Kommentar vom Andreas Wien, der geschrieben hat, ich will auch mal vorgelesen werden, wurdest du hiermit, ihr seid echt supi, das Beste, was es gibt im Internet und überall, danke, da freuen wir uns, schönen Feierabend, bis morgen, tschüss.